Und theoretisch könnten wir die Felder direkt anpflanzen und dann bald auch die Dingens drumherum bauen. Da könnte ich einfach noch ein paar Lanterns kaufen, beziehungsweise im Starterhaus haben wir auf jeden Fall noch welche. Aber, spricht ja nichts dagegen, ne? Ah, verdammte Kacke. Na komm. Spricht ja nichts dagegen, nochmal Lanterns zu kaufen, ein paar Emeralds dafür auszugeben, auch Level dadurch zu kriegen und, ja, warum nicht? So, die zwei kloppe ich schon mal zusammen. So, und dann haben wir hier alles fertig. Ich bring mal kurz die Treppe da hinten hin und dann könnten wir die Felder hier noch anpflanzen. Dann, ja, wird's doch langsam was. Oh, und die ersten Mangroven sind gewachsen. Die werde ich jetzt heute in der Aufnahme nicht mehr abholzen. Da habe ich keinen Bock drauf. Die sind ja doch immer ein bisschen aufwendiger. Das Schöne ist, da kriegen wir wieder einige Saplings raus. Oder diese Mangroven, wie auch immer das heißt. Wir kriegen wieder einige Roots draußen, daraus, dass wir Rooted Dirt und sowas machen können. Ist schon immer eine schöne Sache. Die Bäumchen hier, ach, das ist doch cool. Wenn dann hier noch ein paar Bäume sind, da noch ein paar Bäume sind, dann fällt es auch gar nicht so auf, dass der Bauernhof hier ist. Aber er fällt halt für sich genommen schon auf. Das ist halt das, was ich damit bezwecken wollte. Achso, ich wollte den Weg eigentlich noch beleuchten, ne? Ups. So. Naja, das mache ich, wenn ich ein Spinnenauge habe, damit ich dann auch wirklich mal abschätzen kann, wie wir hier die Beleuchtung machen müssten, weil ich möchte schon so, ich sag mal so maximal wie notwendig, aber so minimal wie möglich machen und deswegen würde ich dann nochmal abwarten. So, Weizen für das erste Feld. Ja, die zwei Samen bringe ich weg. Weizen können wir mitnehmen. Und was kommt hier hin? Kartoffeln, ne? Weizen, Kartoffeln, Karotten und dann sind hier die Beetroots. Ja. Heißen sie? Ja, doch, Beetroots heißen sie, ne? Genau. So. Sehr schön. Ach, ist das nicht toll? Oh, und die Hundis liegen hier so schön. Oh, ist das toll. So. Doch, das kann alles hier rein. Wassereimer hier rein, Stonehoe hier rein. Und wir brauchen Weizensamen. Hier sind Weizensamen drin. Hier sind ganz viele Weizensamen drin. Ich glaube, zwei Stacks, es ist ja nur ein Feld, ne? Dann reichen zwei Stacks auf jeden Fall. Das heißt, die 9 lasse ich schon mal hier. Und dann sollten bei den Kartoffeln zwei Stacks reichen und bei den Karotten zwei Stacks reichen. Und bei den Beetroots-Samen sollten auch zwei Stacks reichen. Dann gucken wir mal, wie viel wir brauchen. Ich hoffe, das passt, aber ich glaube, es passt. Ich glaube, es passt. Na, ich denke, es könnte passen. Na, ich bin mir unsicher. Egal. So, wollen wir mal ein bisschen Weizen. Und dann kann ich auch bald, wenn die Felder hier so schön angepflanzt sind, kann ich dann bald auch ein schönes Bildchen machen für die Staffel. Jetzt, wo die Windmühle fertig ist und so, glaube ich, ganz schön. Da hat man auch mal was, was aus der Staffel kommt, auf dem Bild mit drauf. Ja, guck mal, zwei Stacks reichen locker. Schon wieder eine Benachrichtigung auf meine Uhr bekommen gerade. Gut, sei es drum. Wir kümmern uns jetzt hier um die wichtigen Sachen. Kartoffeln waren als nächstes, ne? Genau, okay. Kartoffskis. So, und... So, und... So. Und hier das Gleiche. Ja, ich hoffe, euch gefällt es weiterhin jetzt mit dem neuen Shader so. Ich bin super, super zufrieden und die Performance ist halt, ich zeige es euch jetzt nochmal kurz bei F3, die Performance ist halt unglaublich. Man sieht 179 FPS wieder, 200 FPS. Mit dem Rethinking Voxels war ich halt leider nur so bei 70, 80 FPS, teilweise auch mal leicht unter 60 gedroppt in einzelnen für kürzeste Zeiträume in der Folge, aber immerhin, ne? Wenn man drunter droppt, ist natürlich nicht so dolle, deswegen... hat mich das auch selber geärgert. Ich konnte die Preview im Fenster nicht anschauen in OBS, deswegen das ist schon jetzt deutlich angenehmer für mich auch zu sehen, so bei der Aufnahme läuft alles. So, da haben wir ein paar zu wenig, aber das sollte kein Problem sein. Da haben wir gleich wieder alles angepflanzt. Ich weiß, da kommen noch Sugarcane-Felder hin, oder ihr wisst es ja auch. Das wird noch ein kleines bisschen dauern, bis wir die haben, ne? Wir sind ja jetzt hier noch so viel am Machen und Tun. Aber die werden vielleicht auch zwischendurch nochmal kommen, ne? Also, ist nicht so, dass die jetzt auf sich warten lassen, bis hier der Rest fertig ist, sondern ich denke mal, bevor wir die Tierfelder haben,
könnten vielleicht auch schon die Sugarcane-Felder zumindest von der Planung her hier sein, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich es planen werde, wie ich das machen werde. Der Weg hier, der zur Mühle durchgeht, der soll auf jeden Fall auch hier durchgehen und dann könnte man von hier aus eben schauen, wie man das mit den Sugarcane-Feldern nach rechts und links macht und wie man auch nach hinten durchkommt mit allem. Genau. So, ich muss mich nochmal kurz richtig hinsetzen. So, die Sachen bringe ich nochmal kurz weg. Und dann haben wir die Felder hier schon angebaut. Das ging ja super schnell. Da könnten wir theoretisch auch noch die nächsten machen, aber ich habe gerade echt keinen Bock mehr auf Felder bauen. Das machen wir dann eher in der nächsten oder übernächsten Aufnahmesession. Aber ich könnte mir theoretisch nochmal ein Spinnenauge holen. Das könnte ich machen. Dusel, 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 Dai. So, Potatoes und Carrots und die restlichen Samen kommen hier rein. Ja, wir brauchen bei weitem nicht so viel Samen. Da können wir noch ordentlich Bonemehl auch wieder draus machen. Gut. Ja, Spinnenaugen sind hier definitiv nicht. Das ist das Problem. Ich fahre noch mal kurz. Wo habe ich denn eher Spinnaugen? Ich glaube, da habe ich eher... Doch, da habe ich auf jeden Fall Spinnaugen. Dann fahre ich jetzt noch mal zurück. Ich habe die Simulation Distance auf 12 stehen. Ich weiß nicht, ob das in der Simulation Distance mit drin ist. Ob es aufgrund von Spawn Chunks eh geladen wird, unsere Statue. Das müsste ich auch nochmal herausfinden. Das wollte ich nämlich auch gerne nochmal herausfinden. Ob wir da nicht irgendwo eh Spawn-Chunks haben, wo wir dann ja, die Welt eh immer geladen haben und dann Sachen auch laufen. Und ob die weiter aged, weiter altert, wenn wir jetzt da vorne bauen. Das fände ich schon ziemlich cool. Aber gut, sie altert ja langsam. Sie ist bald im letzten Stadium angekommen, ihres Daseins. Das ist, glaube ich, schon eine schöne Sache. Wir haben mittlerweile ja auch genug Bienenwaben oder Bienenwachs, um theoretisch Kopperzeug zu machen, was gewächst ist, wo wir dann selber sagen können, nee, das hier ist das Stadium, in dem wir es haben wollen. Ich glaube, es ist nicht mehr geworden, ne? Ich glaube, das könnte echt sein, dass es nur weitergeht, wenn wir uns hier aufhalten und nicht ganz in der Simulation Distance ist. Ich habe auch überlegt, die Simulation Distance, dadurch, dass wir halt so viel FPS haben, noch etwas hochzustellen. Oder ich könnte mal ganz kurz. Machen wir mal ganz kurz noch. Simulation Distance. Stellen wir die auch mal auf 16 Chunks. Mal schauen, was passiert. Was sagen die FPS? Die FPS sagen immer noch 130. GPU-Auslastung ist okay. Ach komm, weißt du was, das können wir auf 16 Chunks lassen. Vielleicht hilft uns das insgesamt auch noch ein bisschen, dass wir jetzt einfach mehr rauskriegen. Was wollte ich tun? Ach, ein Spider-Eye wollte ich holen, genau. Oh, jetzt wird's wieder lauter. Ach du Kacke, was war das? Ich glaube, das war ein Enderman. Boah, was war da? Das ging ja jetzt echt einmal... Boah. Okay. So, hier ist kein Spinnauge dabei. Was mir eher aufgefallen ist, teilweise kommen die Spinnen hier sogar unten rein, aber selbst wenn sie da unten drin sind, gehen sie nicht kaputt, weil sie an der Decke bleiben. Das heißt, wir müssten schauen, ob wir da an der Decke noch was machen könnten. Beziehungsweise ich müsste mich einfach mal informieren, wie man den jetzt so umbauen kann, dass auch die Spinnen gebrutzelt werden. Vielleicht dann mit Hilfe von Lava oder ähnlichem. Aber da kommen wir später mal zu. Spinnenaugen, Spinny, Spinny. Ja, guck mal, 35. Da können wir uns mal ein Auge mitnehmen. Denn, wie gesagt, der Shader ist jetzt so eingestellt. Vielleicht sieht man es schon da vorne. Genau. Ne, der Shader ist so eingestellt, dass wir hier so ein bisschen nicht cheaten können. Wir könnten es auch immer auszählen, aber das ist mir dann doch echt zu blöd. Deswegen, ja, machen wir das so. Und dann können wir so mal so ein bisschen die Fackeln am Weg platzieren, dass wir auch wissen, welchen Abstand wir später brauchen, um da vernünftig alles ausgeleuchtet zu haben. Unterdessen darfst du, ich glaube, das hier altert gerade, nee, das ist noch nicht weiter gealtert. Nee, du darfst gerne weiter altern. Was mir auch aufgefallen ist, zu Ehren des Strahlenden passt noch, aber hier unten, Luke Aidan passt nicht ganz drauf. Das könnte daran liegen, dass sich in der Version irgendwas geändert hat. Wenn ich jetzt so mache, passt es und ich kann hier kein Leerzeichen mehr dazu packen. Das ist das große Problem. Das heißt, das muss jetzt so bleiben, aber jetzt steht da wieder ganz richtig da, der Luke Aidan. Und ja, dann fahren wir jetzt nochmal kurz zurück. Ich denke mal, von der Aufnahme sollte noch alles passen mit den 16 Chunks. Simulation Distance. Ich weiß gar nicht, wie weit 16 Chunks hier sind. Ich glaube, es reicht nicht ganz bis zum Bauernhof, ne? Das dürfte ein bisschen weniger sein.
Aber ich denke, dass, also solange das von die CPU-Auslastung ist so schön, so gut und auch hier die GPU-Auslastung, ne? Das hält sich auch alles in Grenzen. Zwischendurch geht es immer hoch auf 100%. Klar, wir nehmen ja auch auf und alles, aber ist nicht mehr so am 99, 100% flickern, wie es vorher der Fall war. Ja, dann mache ich das hier vorne einfach mal so ein bisschen mehr spawnproof noch kurz. Und danach haben wir es dann auch, würde ich sagen, für heute geschafft, ne? Dann haben wir ordentlich was hingekriegt. So, Spinnauge in die eine Hand, Fackeln in die andere. Ja, guck mal, hier oben ist ja schon schön. Hier bauen wir halt noch demnächst, ne? Deswegen, wir könnten hier halt theoretisch noch 2, 3, 4 Fackelchen hinstellen, um das alles zu spawnproven. Das mache ich, versuche ich jetzt einfach mal. Hier ist auch nichts mehr. Ja, macht es einfach ein bisschen sicherer für uns, wenn wir uns hier bewegen. Wenn hier die Viecher nicht mehr so oben spawnen. Ja, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ganz unten am Wasser noch welche spawnen können. Ne, ich möchte es einfach nur hier oben sicher haben. Fürs Erste. BZW. Hier haue ich nochmal eine Fackel hin. Dann dürfte hier auch alles mit drin sein. Und da haue ich nochmal gleich eine Fackel hin. Also vielleicht hier eine. Und hier so eine. Und hier so eine. Dann haben wir zumindest die Area hier ein bisschen mehr spawnproof gemacht. Aber mir ging es ja eigentlich gar nicht um die Area hier, ne? Das hier bauen wir eh noch aus. Bis das hier ausgebaut ist, setze ich hier mal irgendwie 2, 3 Fackeln hin. Da eine Fackel. Und hier noch eine dritte Fackel und dann haben wir es auch. So. Dann ist wenigstens bis hier schon mal ein bisschen mehr abgesichert. Und dann setze ich hier noch eine Fackel hin. Den Wald werde ich hier aber auch noch so umbauen, dass hier nichts durchkommt. Ich habe nur keinen Bock, wieder von Creepern überrascht zu werden, ne? So, genau. Jetzt hier am Weg können wir mal schauen. Beziehungsweise ich muss erstmal pennen gehen und dann können wir mal schauen. So. Einmal gepennt. So, ich hau jetzt mal hier die zweiten Fackeln weg. So, bis hier schon alles spawnproof. Das heißt, ich könnte theoretisch sagen, die nächsten Fackeln stelle ich hier hin. Aber das zieht mir das hier natürlich ein Stück rein. Wenn ich sie dahin, das ist, glaube ich, ganz gut hier. So. Ja. So, wie viele Blöcke sind das, oder? Ja, das macht halt alle drei kaum einen Unterschied. Das macht gefühlt mehr einen Unterschied. Ich lasse die mal da. So, das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dazwischen frei. Ne? Ich zähle nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dazwischen frei. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frei. Und da kommt die nächste Fackel hin. Frei. Sieben frei. Ja, damit könnte ich leben. Okay, dann lassen wir sieben frei. Und dann haben wir es. Das kommt dann von den Fackeln da oben noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frei. Da kommt eine Fackel hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frei. Da kommt eine Fackel hin. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 frei. Da kommt eine Fackel hin und die kommt weg. Genau, dann haben wir das ganz gut ausgeleuchtet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frei. Da kommt eine Fackel hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frei. Da kommt eine Fackel hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frei. Dann käme hier eine Fackel hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frei. Da kommt eine Fackel hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frei. Da kommt eine Fackel hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frei. Dann kommen hier irgendwie noch... Ja, hier müssen wir natürlich dann schauen mit den Dingens. Mit den Lanterns. Und das werde ich hier auch machen. Ups, dahin. Und dahin. Und dahin. Und dahin. Und dahin. Und dahin. Und dahin und dann haben wir es. Da ist das jetzt erstmal so gut ausgeleuchtet, dass hier erstmal nichts spawnt. So, dann kloppe ich mir irgendwie hier vielleicht noch eine Fackel hin.
Okay, warte mal. Ich klopp mir die... Kloppst du mir dahin, dann habe ich nach hier alles spawnproof. Und dann kloppe ich mir hier noch eine Fackel hin. Ja, das reicht erstmal. Das hier wird das erste Gebiet sein, wo wir bauen. Dann passt das. So, ich pack mal das Spider-Ei weg in die Ender-Chest. So. Warum auch immer die Raw Salmon da drin sind. Tick-Touch. Einmal abbauen, bitte. Dankeschön. Du kommst weg, du kommst weg. Und wo gehe ich jetzt hin? Ach komm, gehen wir mal hier. Ich gehe mal hinten zur Kiste und so hin. Und dann beenden wir da die Folge. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein, auch in dieser Aufnahmesession wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es gefällt euch auch weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen lieben Kommentare und für die ganzen Leute, die hier subscriben. Das ist wirklich so, so toll und es freut mich unglaublich zu sehen, einfach wie viele Leute das Let's Play hier erreicht. Dann würde ich sagen, inmitten des Weizenfeldes, mit dem Ausblick auf die schöne Mühle, machen wir heute Schluss. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Aufnahme wieder, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute euch. Ciao und auf Wiedersehen.